Fokus Fürth wird Ihnen präsentiert von der Infra Fürth. Für unsere Stadt am Werk. Rund 15.000 städtische Bäume wachsen in Fürth. Sie zu versorgen, ist Job der Baumpflege. Philipp Nassut ist einer von ihnen. Er kümmert sich heute um eine fast 100 Jahre alte Robinie. Bei den routinemäßigen Kontrollen ist ein Schaden aufgefallen. Und den begutachten bzw. kontrollieren wir schon die ganze Zeit, haben den immer im Blick, ob sich da Veränderungen an dem Riss ergeben haben. Und die Baumpfleger, die jetzt auch heute mit hier sind, die werden jetzt hier eine neue Kronensicherung einbauen und werden den Baum entlasten. Verursacht wurde der Schaden an der Robinie unter anderem durch das Wetter. Immer häufiger kommt es wegen des Klimawandels zu Extremwetterereignissen wie Starkregen oder Hitzewellen. Ein Problem, das vor allem Städte zu spüren bekommen. An Sommertagen, wenn die Temperaturen über 25 Grad liegen, heizen sich die Städte auf. Große Asphaltflächen speichern die Wärme und versiegeln einen Großteil der Oberfläche. Das führt dazu, dass weniger Wasser verdunstet und die Luft auch nachts nicht abkühlen kann. Grünflächen wirken dem Problem entgegen. Durch die Verdunstung der Bäume und auch durch die Beschattung wird halt die Temperatur in der Umgebung merklich gesenkt, also um einige Grad. Und das macht natürlich das gibt halt den Erholungswert dann für die Leute. Auch die Stadt Fürth setzt auf diese Maßnahme. Der Klimamanager Jürgen Tölk schreibt auf Anfrage. Das Klimaschutzkonzept der Stadt Fürth betrachtet 5 Themenfelder, unter anderem Versorgung, Entsorgung, Energie, Mobilität, Stadtgrün und Klimaanpassung, öffentliche Hand sowie Partizipation und beinhaltet insgesamt 85 Maßnahmen, davon 30 Sofortmaßnahmen. Ziel dieser Maßnahmen ist die Klimaneutralität der Stadt Fürth bis spätestens 2040. Damit das gelingt, werden sich Philipp Nassut und sein Team auch zukünftig um die Fürther Stadtbäume kümmern und dafür sorgen, dass das Stadtbild grün bleibt. Fokus Fürth wird Ihnen präsentiert von der Infra Fürth. Für unsere Stadt am Werk.